Moin, ihr wunderbare Menschen des Interwebs. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu meinem Let's Play von Phoenix Wright Ace Attorney. Wir sind hier in dem Hof stehen geblieben. Wir haben jetzt hier nichts Neues herausgefunden. Deswegen würde ich gerne einmal zurückgehen. Was war das für ein markerschütternder und rücksichtslos lauter Schrei? Hier steckst du also. Du hast es dir also schön gemütlich gemacht. Inspektor, sind Sie fertig mit der Repper? Die Brücke, ja, fertig. Ich habe doch versprochen, dir Bescheid zu sagen. Also gut, ich komme dann mal mit dir und... Tut mir leid. Kein Zutritt für Unbefugte, nur wer direkt mit dem Fall zu tun hat. Wie bitte? Ich habe doch direkt mit dem Fall zu tun. Mehr als ich kann man damit nicht zu tun haben. Nun ja, aber nicht in dem Sinne, den ich mal... Lange nicht gesehen, alter Gammler. Sie sind... Frau... von Karma. Schwester, bitte überlasse die Ermittlungen mir. In der Tat, du hast offensichtlich alles vollständig unter Kontrolle. Ich bin auf deiner Seite. Ich werde nichts tun, was du nicht willst. Während du daran arbeitest, Iris die Schuld in die Schuhe zu schieben. Was räumst du da vor dich hin, Phoenix Wright? Das tut weh. Ich, Franziska von Karma, werde dich höchstpersönlich durch die Ermittlungen führen. Folge mir also gefälligst. Sie hat nicht ernsthaft vor, mir die ganze Zeit nachzuschnüffeln, oder? Okay, dann würde ich sagen, schnell, schnell, auf zum Haupttor und ab zur Brücke und dann über die Brücke. Oh mein Gott, das Holz sieht sehr vertrauenserweckend auf. Okay. Ganz schön belebt hier im Vergleich zu vorher. Die Ermittlungen scheinen begonnen zu haben. Diese Stimme. Pearls! Yannick! Yannick! Du warst also hier? Seit jenem Abend? Ich war so einsam. Ich dachte, ich müsste sterben. Als ich morgens aufwachte und sah, dass die Dämmerbrücke nicht mehr da war. Da wurde mir klar, dass ich ganz alleine war. Sie war ganz alleine? Das muss sehr schlimm für dich gewesen sein, kleines Mädchen. Ah, sie sind... Ich bin Franziska von Karma, das Wunderkind. Kein Grund zur Sorge, ich bin ja hier. Sie sind die Staatsanwältin, die letztes Jahr so fies zur mystischen Maya war. Ich mag sie nicht. Ohne ihre Peitsche sind sie auch nur ein kleines Mädchen. Sie waren so fies, dabei war die mystische Maya unschuldig. Das verzeih ich ihnen nie. Pauls Worte scheinen ihr richtig unter die Haut zu gehen. Warum schlagen sie mich? Ich habe nicht mal was gesagt. Das brauchst du auch nicht, dein Grinsen hat dich verraten. Wie auch immer, Pulse, warst du nicht bei Maya? Es tut mir so leid, es ist alles meine Schuld. Wovon redest du da, Pulse? Ich... Mystische Maya... Hey, warte, Pulse! Du bist ein Sadist, Phoenix Wright, ein kleines Mädchen so zum Weinen zu bringen... Was sollte das alles? Pearls seltsames Verhalten ist ganz schön unheimlich. Wo sich schon die Gelegenheit bietet, sollte ich mich besser nochmal umsehen. Irgendwie scheint hier im Vergleich zu vor 2 Tagen etwas anders zu sein. Also auf den ersten Blick fällt mir nur der Ofen auf. Aus dem Ofen, da kommt ein merkwürdiger Geruch. Klappe ist geöffnet, fast als würde er mich anflehen, einen Blick reinzuwerfen. Also dann, schauen wir doch mal nach, welch faszinierender Hinweis sich dafür birgt. Nanu, er ist leer. Wie einfältig von dir, Phoenix Wright. Aber findest du das nicht auch seltsam, Franziska von Karma? Soweit ich mich erinnern kann. Lag Schnee auf dem Ofen, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Anders gesagt, irgendjemand hat darin vor kurzem etwas verbrannt. Hör mal, Phoenix Wright, es gehört sich nicht, jemanden mit seinem vollen Namen anzusprechen. Ich habe dich bloß nachgemacht. Jetzt schau dir mal all die Shizu-Statuen an, die neben dem Weg aufgereiht sind. Phoenix Wright, glaubst du, das sind genauso viele, wie die Abdin Geschwister hat? Warum fragst du sie nicht, wenn du sie das nächste Mal siehst? Weißt du was, ich denke, das werde ich tun. Die knallt dir bestimmt eine fürs Herumschnüffeln in ihrem Privatleben. Okay, aber so hat sich jetzt hier nichts weiter verändert. Ich weiß nicht, war das Tor vorher auch schon offen? Das ist ein kleines Tor, das zu dem Garten führt. Allerdings steht da auch kein Zutritt auf dem Schild.
Jetzt komm schon, Phoenix Wright. Was ist los mit dir? Gehen wir rein. Er steht sowieso halb offen. Was soll schon passieren? Aber da steht kein Zutritt. Ihr Amerikaner seid doch sonst nicht so zimperlich mit eigenmächtigen Handlungen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und woher hat sie das? Und woher hat sie das überhaupt? Übrigens, ich hatte nochmal nachgeguckt, weil ich jetzt selber verwirrt war, weil ich mir dachte, was? Die Ace Attorney-Reihe spielt in Japan. Das hat sie doch schon immer. Und hat sie auch. Also das Original der Ace Attorney-Reihe spielt auch in Japan. Aber für die Lokalisierung damals, also derjenige, der beauftragt wurde für die Übersetzung, Lokalisierung etc., hat das Ganze so umgeschrieben, dass das in Amerika spielt. So, und das finde ich nämlich alles ein bisschen verwirrt, weil ich nämlich der Meinung war, das spielt ja in Japan und Edworth ist ja immer außerhalb des Landes gewesen und ich glaube, dass Edworth sich immer in Amerika aufgehalten hat. Und das hat mich alles so unfassbar verwirrt, aber nee, das Original spielt eigentlich schon in Japan. Da habe ich nur noch mal selber nachgeguckt, weil mich das jetzt alles selber ein wenig verwirrt hat. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal in den Trainingsraum. Was sind das? Psychische Blockade? Was ist? Warum bist du so still? Maya, sie sollte eigentlich hier sein. Aber sie ist nirgendwo zu sehen. Was ist das? Das seltsame Schloss da. Vor 2 Tagen war das noch nicht da. Der ganze Raum gibt seltsame Schwingungen wieder. Ja, vor allem, was ist das hier? Was glaubst du, was das für ein gelbliches Poster ist? Das ist deine Schriftrolle, kein Poster. Das ist das Bild einer Frau, die... Eine Frau? Ich kann da keine Frau erkennen. Die Atmosphäre im Raum ist anders als beim letzten Mal. Nein, die Atmosphäre ist nicht anders. Es riecht anders. Das ist Bratensoße. Was ist? Diese Schriftrolle, sie ist voller Bratensoße. Naja, es liegt ein sehr appetitanregender Geruch in der Luft. Aber Bratensoße ist doch zum Essen da. Wenn euch Amerikanern die Farbe ausgeht, nehmt ihr also Bratensoße. Alles klar. Nein, das machen wir nicht. Schon alleine wegen des Geruchs. Das muss die Soße sein, die wir am Mordabend zu dem Schmorbraten bekommen haben. Aber warum sollte jemand so etwas tun? Warum mit dieser Schriftrolle? Okay, hängende Schriftrolle aktualisiert. Vorher-Nachher-Ansicht umschaltbar. Die Schriftrolle zeigt Misty Fay, Meisterin der Kuriner Beschwörungstechnik. Aber warum sollte sie jemanden mit Bratensoße beschmieren? Ich kann auf der Schriftrolle überhaupt nichts erkennen. Ich werde euch, Japaner und eure sogenannten Künstler nie verstehen. Künstler? Ah, ja. Diese Tür. Vor 2 Tagen war da noch nicht so ein seltsames Schloss dran. Diese Kette, diese Ketten, wirkt fast, als würden sie irgendwas in dem Gewölbe schützen. So ein Schloss habe ich vorher noch nie gesehen. Ich schon. Ich habe solche Ketten und Schlösser schon gesehen. So sehen die Dinger aus, die bei psychischen Blockaden die Geheimnisse schützen. Ich frage mich, ob dieses Schloss auch etwas schützt. Dunkle Geheimnisse in einem dunklen Gewölbe. Was hat sie so lange aufgehalten? Sogar ihnen hätte ich zugetraut, schneller vor Ort zu sein, Herr Breit. Staatsanwalt Godard, ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Staatsanwalt? Warum waren Sie heute nicht bei der Verhandlung? Das Gleiche könnte ich Sie fragen. Aber ich war erkältet, also ich musste mich um etwas ein wenig Wichtigeres als eine gewöhnliche Erkältung kümmern. Jemand wie Sie würde die Bedeutung einer solchen Sache natürlich nie verstehen. Genug, ich weiß über dich Bescheid. Du bist eine Schande für deinen Beruf, nichts wichtiger als ein Prozess. Nichts ist wichtiger als ein Prozess. Wer ist denn die wild gewordene Stute da breit? Das ist Frau von Karma. Sie hat sie heute in ihrer Abwesenheit vertreten. Dann schulde ich Ihnen wohl etwas. Aber Sie können jetzt gehen, Prinzessin. Zeit, dass echte Männer die Zügel übernehmen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Dieser Fall ist mein... Hey, kleines Fohlen. Seien Sie brav und halten Sie den Mund. Ich hasse solche Frauen. Ich sag's nur einmal, Frau von Peitschenberg. Gehen Sie nach Hause. Phoenix Wright, warum schlägst du jetzt mich? Sie verdienen noch ein paar Peitschenhiebe mehr breit. Sie kapieren's immer noch nicht, oder? Ihnen ist nicht klar, dass Sie etwas in Gang gesetzt haben, das Sie nie aufhalten können. Irgendwas ist heute anders, Herr Godard. Ich spüre da gerade ganz starke... Irgendwas ist da hinter seiner Maske. Ist das Wut oder... Ist das Trauer? Sie waren also nicht im Gericht, weil Sie wichtige Dinge zu erledigen hatten, hm? Was war denn so wichtig? Ich sagte es Ihnen bereits, aber vielleicht haben Sie es ja vergessen.
Ich bin aus den Tiefen der Hölle zurückgekehrt, um mich mit ihnen zu messen. Sehen Sie, Breit. Ich habe etwas erlebt, was nur wenige erlebt haben. Den Tod. Sie waren tot? Aus der Hölle zurückgeholt zu werden, ist eine äußerst heikle Angelegenheit. Die wundersame Heilung und Wiederherstellung seiner inneren Organe ist, tja, sagen wir einfach, dank der modernen Medizin dürfen alle ein reifes Alter erleben. Sogar jemand wie ich. Sie meinen also, die Maske, die Sie da tragen, ist dieses hässliche Teil? Das ist kein modisches Accessoire. Mein unterbelichteter Freund, ohne die Maske könnte ich ihr so regelmäßig entgeistertes Gesicht nicht sehen. Ich wusste nicht. Mein Sehvermögen ist stark eingeschränkt. Sogar mit dieser riesigen Brille kann ich nicht sehen. Und trotzdem halte ich diesen ramponierten Körper durch regelmäßige Wartung am Leben. Entschuldigung, aber... Du sagtest, du wärst schon mal gestorben. Wie kann das sein? Was ist passiert? Warum fragen Sie nicht ihn? Mich? Ja, Breit, Sie. Sie sollten eigentlich alles darüber wissen. Sie wissen, wann mein Leben endete und wer es für mich beendet hat. Also, Phoenix Wright, weißt du das? Ich habe keine Ahnung, wovon er da redet. Obwohl, ehrlich gesagt, ich spüre da so ein leichtes Ziehen an der hintersten Ecke meines Gedächtnisses. Ich glaube, ich weiß wirklich, wie Godot getötet wurde. Es wird alles zur rechten Zeit klar werden. Nicht wahr, Breit? Sie sagten doch vorhin, ich hätte etwas getan, was nicht rückgängig zu machen ist. Was meinten Sie damit? Der innere Tempel hier auf dieser Seite der Brücke ist eine abgeschiedene Insel. Das ist genau das, was Schwester Bikini auch gesagt hat. Und ich frage mich, Breit, wissen Sie, was die Polizei heute hier macht? Was meinen Sie? Sie suchen nach einer vermissten Akolytin. Vermisst? Als Anführer des Suchtrupps kann ich Ihnen mit absoluter Sicherheit sagen, dass sich Maya Fey nicht auf dieser Seite der Brücke befindet. Aber das ist unmöglich. Sie kann doch nicht an jedem Abend hierher und... Ich werde mich nicht wiederholen. Es besteht keine Chance, dass sie hier ist. Abgesehen natürlich von einem sehr speziellen Ort. Ein Ort? Wo ist der? Das heilige Gewölbe, vor dessen Eingang wir gerade stehen. Das ist der einzige Ort, den der Suchtrupp noch nicht erkundet hat. Sie haben das Gewölbe also noch nicht durchsucht. Aber selbst wenn dort drin fällt die Temperatur regelmäßig unter 0 Grad. Selbst wenn sie dort drin wäre, bestünde höchstens eine kleine Chance, sie lebend zu finden. Was bedeuten würde, Breit, dass sie Maya Fey in den sicheren Tod geschickt hätten? Du Narr, wenn die Situation so dringend ist, warum bist du dann nicht mit deinem Suchtrupp dort? Fragen Sie Scheuklappen, mein himmlischer Zosse, sehen Sie das Schloss und die Ketten da? Das ist ein Trickschloss. Ich treffe in diesem Moment Vorbereitungen, es zu öffnen. Und Breit? Schon wieder muss ihretwegen eine Frau sterben. Schon wieder? Wovon reden Sie da? Erzählen Sie mir nicht, Sie hätten das vergessen. Es ist immerhin erst 2 Jahre her, dass die letzte unglückliche Frau ihretwegen sterben musste. Meinetwegen? Und wissen Sie, wer es war? Es war Maya Fays Schwester, ganz recht, Mia Fey. Mia? Sie haben sie umgebracht. Nein, so war das nicht. Es war vor 2 Jahren. Mia Fey verfolgte jemanden, einen Mann. Aber sie hatte sich übernommen und machte sich einen sehr gefährlichen Feind. Ja, den Fall werde ich niemals vergessen. Aber ich habe den Kerl gekriegt, höchstpersönlich. Sicher, Frau Fays Mörder wurde gestellt. Aber das bringt sie auch nicht zurück. Ja, nein, aber sie waren bei ihr, als das passierte. Sie und sonst niemand. Sie sind verantwortlich. Sie hätten sie beschützen müssen. Sie sagen, Mia Fey sei ihre Lehrerin gewesen. Aber sie haben nichts gelernt, Breit. Sie haben ihr das Leben geraubt. Und jetzt lassen sie zu, dass ihre Schwester das gleiche Leid geschieht. Ich habe Maya nicht zum Tode verurteilt. Nein. Was ist das für ein eigenartiges Schloss? Warum brechen wir es nicht einfach auf? Man bräuchte nur ein wenig... Ich fürchte, dass wir das nicht tun können. Dieses Gebiet war schon immer sehr anfällig für Erdbeben. Die ständigen Erdstöße haben das Fundament des Trainingsraums geschwächt. Jeder übermäßige Einsatz von Gewalt zum Öffnen des Schlosses würde, nun ja, sagen wir mal, der innere Tempel und das heilige Gewölbe wären Vergangenheit. Also gut, dürfte ich dann vorschlagen, einfach einen Schlüssel zu benutzen?
sicher, wenn Sie mir zeigen, wo dieses Trickschloss ein Schlüsselloch hat. Es gibt kein Schlüsselloch. Ganz recht, ein interessantes Rätsel, hm? Die einzige Person, die dieses Schloss öffnen kann, ist die, die es angebracht hat. Und wer ist das? Ganz einfach, die Angeklagte. Was, Iris? Wenn ein Akolyt im Heiligen Gewölbe trainiert, ist die aufsichtshabende Schwester für das Verschließen des Eingangs verantwortlich. Der Mordabend war da keine Ausnahme. Maya Fey war zum Training dort drin. Wenn ich so darüber nachdenke, Schwester Bikini erwähnte das mehrmals. Sie sagte, Iris hätte die Aufsicht über die ersten Trainingseinheiten gehabt. Also ist Iris die Angeklagte, die Einzige, die dieses Schloss öffnen kann. Ich habe veranlasst, dass man sie herbringt. Iris ist diejenige, die dieses Schloss öffnen kann? Ich hoffe, dass sie bald kommt. Halte durch, Maya. Wir holen dich da raus. So. Ich gehe dann mal zurück an die Arbeit. Warten Sie, Goddard. Wie sicher sind Sie, was Maya angeht? Ich bin mir absolut sicher. Sie ist irgendwo im Heiligen Gewölbe. Das ist ihr einzig möglicher Aufenthaltsort. Fangen Sie besser an zu beten. Beten Sie, dass Ihr Freund die Angeklagte bald zurückbringt. Edward? Aufgepasst, Bright. Eine Sache möchte ich Ihnen noch sagen, bevor Sie gehen. Ich werde Sie niemals akzeptieren. Niemals. Du solltest etwas sorgfältiger bei der Auswahl deiner Freunde sein, Phoenix Wright. Das bekomme ich ständig zu hören. Ich habe anscheinend keine große Wahl. Dann tue ich eben alles, was momentan in meiner meinen Möglichkeiten liegt. Okay. Gut, wir kommen hier erstmal nicht rein. Also das Schloss sieht wirklich exakt aus wie eine psychische Blockade. Hier können wir leider nichts weiter tun. Dann ist die Frage, was können wir sonst noch tun? Und hier übrigens habt ihr jetzt schon mehr ein wenig von Godots Geschichte erfahren. Ich weiß einfach nicht, soll ich oder lieber nicht? Hört sich an, als ob da jemand Selbstgespräche führt. Aber wo kommt das her? Ja, ich sollte das besser wegwischen. Das werde ich tun. Nein, das kann ich nicht machen. Ich bin Polizist. Oh, mein Hirn, das macht mich noch ganz verrückt. Irgendein Problem, Gammel? Bitte nicht so überraschend von hinten schlagen. Das war doch nur ein Gruß, ein freundlicher Klaps auf die Schulter mit der Peitsche. Wie geht's, Gamschau? Gerade am Nachdenken? Woher weißt du das, Junge? Hast du vielleicht gerade überlegt, ob du das jetzt wegwischen sollst? Woher wissen Sie das? Oh, ja, fast hätte ich's vergessen. Sie dürfen nicht durch das kleine Tor da gehen, okay? Meinen Sie das, auf dem kein Zutritt steht? Ich, bin versehentlich kurz reingeschlichen. Versucht er etwa gerade schlau zu wirken? Und was ist dahinter, Gammel? So eine Art gartenähnlicher Garten. Ein Garten? Ja, aber da wird gerade ermittelt, also halt dich davon fern. Das ist kein Befehl, das ist eine Bitte, Junge. Verstanden? Ist das nicht normalerweise andersherum? Bis später dann. Also, wollen wir uns diesen Garten mal ansehen, Phoenix Wright? Natürlich, was sonst? Ich wüsste zu gerne, was Gamschau da wegwischen wollte. Okay, dann haben wir unseren neuen Zielort. Einmal ab in den Garten. Da steht auf jeden Fall schon mal Maya. Aber die ist doch jetzt bitte nicht da unten drunter, oder? Hier liegt eine seltsame Stimmung in der Luft. Was ist das bloß? Seltsame Stimmung? Vergiss es. Was ist das für ein komisches Geschreibsel auf der Steinlaterne? Was soll das? Ich hab doch gesagt, dass hier keiner rein darf. Noch nicht gewusst, Gammel. Eine von Karma ist immer da, wo sich ein Hinweis verbirgt. Und hier gibt es jede Menge Hinweise. Aber... Ich möchte mir dann auch noch das hier angucken, weil das sieht nämlich auch so aus wie so ein Schloss. Wie geht die Untersuchung des inneren Tempels voran? Das beste forensische Team der Welt untersucht gerade den Ort. Forensisches Team. Und was haben diese Wissenschaftler herausbekommen? Nichts. Wissenschaftlich ausgedrückt ist die ganze Gegend vollkommen steril. Das ist nicht gut genug, Gammel. Glaubst du, du kommst so einfach davon? Naja, da gab es ein paar Dinge, die mich auf den ersten Blick gestört haben. Die Steinlaterne und dass um sie herum kein Schnee liegt, richtig? Sah für meinen Geschmack nicht ganz unverdächtig aus, wissenschaftlich ausgedrückt. Also habe ich die Jungs aus dem Labor herbestellt. Die Ergebnisse waren, das ist ehrlich gesagt nicht so einfach zu sagen. Ich werde wohl lieber mal selber einen Blick darauf werfen.
Was Maya angeht, hat Herr Gude das dir schon erzählt? Ja, wir haben es gehört. Er hat einen Suchtrupp auf sie angesetzt, aber auf dieser Seite der Dämmerbrücke hätte sie nirgendwo hingekonnt. Wir können jetzt nur noch auf Herrn Edward warten. Er eskortiert Iris, die Angeklagte, hierher. Da sie als Einzige die Tür zum heiligen Gewölbe öffnen kann, müssen wir wohl warten. Oh, ich glaube, Herr Edward will mit dir auch noch über irgendetwas reden, Junge. Ich frage mich, was das sein könnte. Aber erwarte lieber keine guten Neuigkeiten. Als ich mit ihm gesprochen habe, hörte er sich furchtbar niedergeschlagen an. Na toll. Okay, dann werden wir uns jetzt hier einmal umsehen. Und zwar möchte ich mir das hier angucken. Da guckt so eine Art Talisman aus dem Schnee. Sieht ganz schön alt aus. Und ein Lederband ist auch dran. Anscheinend gehörte das dem Opfer. Frau Elise? Ja, um den Hals der Dame war ein zerrissenes Lederband. Die Enden der beiden Bänder passen genau zusammen. Das bedeutet, dass dieser Talisman definitiv Frau Elise gehörte. Das könnte ein entscheidendes Beweisstück sein. Aber das sieht doch genauso aus. Oder, naja, nicht genauso aus. Aber irgendwie sieht das so aus, als hätte das auch was mit dem Schloss zu tun. Ich weiß auch nicht. Okay, dann möchte ich mir das hier mal angucken. Was zur Hölle ist das? Du hast es gesehen, Junge. Nehmen Sie mich auf den Arm, das kann man doch gar nicht übersehen. Da steht Maya. Ja, und bevor Sie fragen, ist es mit Blut geschrieben. Du beantwortest jetzt alle unsere Fragen, Gammel. Ausnahmslos. Zu Befehl. Das ist seltsam. Hier liegt gar kein Schnee auf dem Boden. Und es ist ein fast perfektes Rechteck. Das kann keine natürliche Ursache haben. Ja, es hat den Anschein, als hätte jemand den Schnee sehr sorgfältig entfernt. Das warst zweifellos du. Nein, das war ich nicht. Das war schon so, als meine Männer und ich hier zur Spurensicherung eintrafen. Wenn es nicht die Polizei war, wer dann? Oh ja, da war noch was, das ich sagen wollte. Nur unter uns dreien, okay? Worum geht's? Das ist streng vertraulich. Sie dürfen es niemandem verraten, verstanden? Verstanden. Also, ich bin als Kind aus der lokalen Ringkampfmeisterschaft geflogen, verstehen Sie? Ich war so enttäuscht, dass ich nur meinen Mundschutz nahm und heulend nach Hause ging. Mann, gab das einen Ärger, als ich ihn auf der Couch liegen gelassen habe. Das war's. Das war's. Wer auch immer den Schnee weggeräumt hat, muss dafür einen Grund gehabt haben. Obwohl ich nicht die leiseste Ahnung habe, was das für ein Grund sein könnte. Maya, und das wurde mit Blut geschrieben? Ja, und was die ganze Sache noch schlimmer macht, mit dem Blut des Opfers. Das ist Frau Elises Blut? Wir haben noch keine genaue Analyse vornehmen können, aber so sieht's aus, Junge. Höchst interessant. Phoenix Wright, ich nehme an, du weißt es, oder? Warum Mayas Name verkehrt herumgeschrieben ist? Das stört mich auch schon die ganze Zeit. Aber ich habe die Antwort gefunden, das Ergebnis meiner höchst eigenen Ermittlungen. Wirklich? Erzähl's uns. Nun, am Mordabend stand die Steinlaterne verkehrt herum. Was? Jedenfalls gibt es nur eine logische Erklärung für dieses Rätsel. Frau Elise hat diese Buchstaben selbst geschrieben. Mit ihrem eigenen Blut. Du machst Witze. Das ist unmöglich. Den mit Blut geschriebenen Namen und den anderen Hinweisen nachzuschließen, war dieser Garten höchstwahrscheinlich der Ort, an dem Frau Elise starb. Zumindest ist das unsere derzeitige Theorie zum Tatergang, Junge. Hier wurde Frau Elise also ermordet. Ich weiß irgendwie immer noch nicht, wie ich den Namen aussprechen soll. Also Dumont ist das ja nicht, oder? Von welcher Seite man es auch betrachtet, das ist der momentane Stand der Dinge. Dann ist das, was Schwester Bikini im Innenhof des Haupttempels gesehen hat. Ja, was hat sie da gesehen? Wenn das nicht der Tatort war, was hat sie dann gesehen? Was denken Sie, Frau von Karma? Eine eigene Ermittlung würde uns gewiss die Antwort liefern, oder? Eine Sekunde mal, die blutige Schrift und all die anderen Hinweise hier. Das hätte jemand auch ganz einfach im Nachhinein machen können, richtig? Tut mir leid, aber die Möglichkeit kommt nicht in Betracht, Junge. Warum nicht? Wie schnell du doch vergisst, Phoenix Wright. Seit dem Mord war dieser Ort vollkommen unzugänglich. Weil die Dämmerbrücke vollständig abgebrannt war. Ich habe die Reparaturen an der Brücke die ganze Zeit beaufsichtigt. Vor mir und meinen Männern ist hier niemand rübergekommen. Was heißt, dass niemand all das Zeug hier hätte platzieren können, Junge. Dazu fällt mir kein Gegenargument ein. Ich wusste es. Ich hätte das Blut gleich bei meiner Ankunft von der Laterne abwischen sollen.
Wenn das hier wirklich der Tatort war, dann muss ich unbedingt herausfinden, was genau Bikini gesehen hat. Okay, dann würde ich einmal sagen, gehen wir auch mal zu Frau Bikini, zur Schwester Bikini, Hängebrücke. Haupttor. Okay, hier hat sich jetzt auch was verändert. Du hast Besuch. Herr Wright. Iris, bin ich froh, Sie zu sehen. Godard hat es geschafft, die Polizei zu mobilisieren, indem er einen Notfall vorgab. Nicht der schon wieder. Vergessen wir ihn. Wir müssen uns beeilen und den Eingang zum Heiligen Gewölbe öffnen. Herr Wright, ich bin schuld, dass dort jemand festsitzt, der Ihnen so wichtig ist. Herr Edwiff, können wir unsere Unterhaltung später fortsetzen? In Ordnung. Dann also schnell zum inneren Tempel. Bis später, Wright. Warte, Edwiff, ich komme mit. Tut mir leid, Wright. Das kann ich nicht zulassen. Ich bin nur äußerst ungern derjenige, von dem du es erfährst, aber Maya Fey befindet sich in einer äußerst delikaten Situation. Was meinst du mit delikater Situation? Das hier ist kein einfaches Rettungsunternehmen, Wright. Wir ermitteln hier. Deswegen können wir nicht zulassen, dass sich dort Unbefugte einmischen. Komm schon, Edwiff. Wenn irgendetwas passiert, bist du der Erste, der es erfährt. Bitte versteh das, Wright. Aber es geht um Maya. Herr Wright, es zählt doch nur, dass die mystische Maya gerettet wird, oder? Ich... Hör zur Abwechslung einmal auf die Stimme der Vernunft, Phoenix Wright. Betrachte von jetzt an einfach alles jenseits der Dämmerbrücke als Sperrgebiet. Wir müssen jetzt gehen. Entschuldige uns. Ich habe so das Gefühl, dass irgendwie Maya noch angeklagt wird. Jetzt ist nicht die Zeit, blöd in der Gegend herumzustehen, Phoenix Wright. Gibt es nicht andere Dinge, die deine Aufmerksamkeit verlangen? Sie hat recht. Danke fürs Erinnern. Okay, dann ab zur Haupthalle. Wir wollen ja nochmal mit Schwester Bikini reden. Schwester Bikini sieht aus, als wäre sie seit unserem letzten Treffen geschrumpft. Sei gefälligst nicht so unhöflich, Phoenix Wright. Stimmt etwas nicht, Schwester Bikini? Welche Überraschung. Hallo, ihr beiden. Wie geht es euch? Dem Seufzer nach zu urteilen, ist sie immer noch ziemlich mitgenommen. Iris war gerade hier, in Begleitung dieses attraktiven Prinzen in purpurner Rüstung. Redet sie von Edwiff? Es war nur ein Höflichkeitsbesuch. Ich durfte nicht mit ihr reden. Ach, herrje, was passiert ist, ist alles nur meine Schuld. Arme Iris, sie hat sich Sorgen wegen meines Rückens gemacht. Ist das nicht lieb? Was habe ich ihr bloß angetan? Du hast nur deine Pflicht getan, Schwester. Du hast wahrheitsgemäß ausgesagt, was du gesehen hast. Das ist keine Schande. Und wir werden dafür sorgen, dass deine Aussage nicht umsonst war. Also, das höre ich gerade zum ersten Mal. Der blaue Anzug hier scheint deine Meinung aber nicht zu teilen. Ich? Oh, ja, sie waren toll, Schwester Bikini. Absolut fantastisch. Ihr seid die beiden Einzigen, die das zu mir gesagt haben. Jetzt habe ich mich von diesem Drachen auch noch zum Komplizen machen lassen. Hast du irgendein Problem, Phoenix Wright? Stimmt schon. Es war ganz schön tapfer, von ihr so wahrheitsgemäß auszusagen. Aber ich weiß einfach, dass sie noch etwas verheimlicht. Scheint an der Zeit zu sein, ihre psychische Blockade zu brechen. Ja. Aber wie? Den letzten Hinweis, den wir bekommen haben, war das hier. Ein Kuriner Meistertalisman, getragen von Lys, im Garten des inneren Tempels gefunden. Meistertalisman, also heißt das, dass Frau Lys doch ein Medium war? Oder, ach, ich weiß auch nicht, wir gucken jetzt einfach mal, was hierbei rauskommt. Moment. Eine Bilderbuchautorin unbekannten Alters. Moment. Oder glaubt ihr, dass das die Mutter von Maya und Mia ist? Das ist mir gerade eingefallen. Weil sie ist doch vor 15 Jahren ist sie doch verschwunden. Und von der Backstory von
Frau Elise ist auch überhaupt nichts bekannt. Schwester Bikini, die Wahrheit nimmt für mich immer deutliche Züge an. Ich bin sicher, dass Frau Elise von besonderer Bedeutung für den Tempel war. Und zwar steht ihre Bedeutung im Zusammenhang mit ihrer wahren Identität. Wovon in aller Welt sprichst du, da sie war? Die mystische Elise war Autorin, eine ganz gewöhnliche Bilderbuchautorin. Ehrlich gesagt, hatte ich gleich nach unserem ersten Treffen so einen Verdacht. Verdacht? Ja, aber ich hatte keine Beweise, um meine Theorie zu stützen. Aber jetzt habe ich einen. Dieser Beweis belegt Frau Elises wahre Identität. Frau Elise trug diesen Anhänger immer bei sich. Woher hast du? Das ist nicht einfach nur irgendein billiger Glücksbringer. Und was glaubst du, ist es dann, Phoenix Wright? Was für eine Bedeutung könnte dieser Talisman haben? Das ist also ein Talisman, interessant. Dieses Ding spricht Bände über die Person, die sich hinter Frau Elise verbarg. Dieser Talisman und noch ein weiterer Gegenstand beweisen Frau Elise wahre Identität. Ein weiterer Gegenstand. Damit kann ja eigentlich nur die Schriftrolle gemeint sein, oder? Das Bild wird momentan von dem Soßenflecke übertüncht. Aber diese Schriftrolle zeigt die Meisterin der Kuraina-Beschwörungstechnik. Das Wappen hier oben ist ein Symbol dieses ehrenwerten Titels. Genau das gleiche Wappen ziert auch den Talisman, den das Opfer bei sich trug. Dieses Wappen ist allein der Meisterin von Kurain vorbehalten. Oh, Herr in aller Welt, hast du diesen Unsinn? Ich weiß nicht, wovon du da redest. Die neue Meisterin, Maya Fey, hat es mir erzählt. Was? Du meinst, diese Akolytin ist Misty Fays Tochter? Ja. Bist du dir da sicher? Ja. Und da ihre erste Tochter tot ist, ist Maya Misty Fays alleinige Nachfolgerin. Also doch, ne? Ja. Das ist mir nämlich... Ich meine, natürlich habe ich ja immer noch... ist das ja semi-blind. Also ich habe die Spiele ja damals gespielt. Aber das ist mir gerade so aufgefallen, weil als ich gelesen habe, Meistertalisman, da dachte ich mir, Moment. Irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Die mystische Elise hat uns vor etwa einer Woche mit ihrer Anwesenheit beehrt. Als sie mir den Talisman mit diesem Symbol zeigte... Gott, ich fiel fast in Ohnmacht. Seit 17 Jahren wurde sie nicht mehr gesehen. Okay, 17 Jahre. Dachte, waren 15. So lange ist sie schon verschwunden. Was hat dieser Talisman für eine Bedeutung, Schwester? Der Kuraina Talisman, das ist das Zeichen der Meisterin von Kurain. Die Trägerin muss ihn bis zu ihrem Tode bei sich tragen. Bis zu ihrem Tode? Elise war also wirklich Mayas Mutter. Sie war Misty Fay, die Meisterin der Kuraina Beschwörungstechnik. Endlich kommt die Wahrheit ans Licht. Jetzt nehmen wir Fahrt auf. Sag mal, Schwester, nach 17 Jahren, warum zeigt sie sich da ausgerechnet jetzt? Weil etwas passiert ist, das sie aus ihrem Versteck rief. Was ist passiert? Tja. Was geht hier vor sich? Das kann doch nicht wahr sein. Erdbeben. Ach du meine Güte, der innere Tempel. Bei so einem starken Beben könnte er... Der innere Tempel. Das heilige Gewölbe hinter dem Trainingsraum. Es ist schwer einsturzgefährdet. Es scheint aufgehört zu haben. Wir können hier nicht einfach nur rumstehen und nichts tun. Wir müssen los. Was? Wohin? Zum inneren Tempel natürlich. Wohin sonst? Schwester Bikini, wir machen hier später weiter, okay? Natürlich, lauf dir schon mal vor. Jemand könnte verletzt worden sein. Ich muss ein paar Sachen zur ersten Hilfe vorbereiten. Jetzt komm schon, Phoenix Wright. Solange du mit mir unterwegs bist, wird dir auch niemand den Zutritt verwehren. Danke. Mann, hatte ich gerade Fracksausen. Das war ein verdammtes Erdbeben. Ich hoffe, es geht ihm gut. Du siehst besorgt aus. Machst du dir Sorgen um Miles Edgeworth? Komm, wir müssen los. Wir müssen schnell zum inneren Tempel und... Wright, was machst du denn hier? Wie konnte ich nur... Wie kannst du erwarten, dass wir das verstehen, wenn du nichts erzählst? Hey, wieso kriege ich jetzt eins mit der Peitsche? Sie ist weg. Nein. Die Angeklagte Iris. Sie ist weg. Wohin ist sie? Sie ist geflohen. Sie ist entkommen. Was?
Also, gerade eben, während des... Edwards einzige Schwäche ist nicht zu übersehen. Seine Angst vor Erdbeben. Stimmt. Stimmt, davon hatten wir erfahren bei dem Fall, wo es auch um Edwards Vater ging. Dass er seitdem schreckliche Angst vor Erdbeben hat. Ich hätte nicht allein mit der Angeklagten losziehen sollen. In dem Moment, als die Erde zu beben anfing, wurde mir schwarz vor Augen und ich fiel dummerweise in Ohnmacht. Dieser Vorfall, der verfolgt dich heute noch, nicht wahr? Das ist keine Entschuldigung dafür, die Verdächtige entkommen zu lassen. Wie konnte ich das bloß zulassen? Wright, der innere Tempel ist eine Sackgasse. Sie kann also nur in diese Richtung sein. Wir haben sie nicht gesehen. Dann müssen wir sofort eine Großfahndung ausrufen und den Adlerberg intensiv absuchen. Warte, Edworth. Hast du den inneren Tempel auch sorgfältig durchsucht? Sei nicht albern. Warum sollte ich? Der innere Tempel gleicht einer Insel. Da führt kein Weg raus, außer über die... Nein, das meine ich nicht. Iris ist nicht der Typ, um einfach wegzulaufen, Edworth. Wovon redest du? Schwester Bikini erwähnte da etwas während unserer Unterhaltung. Sie sagte, das heilige Gewölbe könnte durch das Beben zum Einschutz gebracht worden sein. Du denkst also, Iris sei zum inneren Tempel gegangen, um nachzusehen? Hör zu, Edworth. Sie ist sicher im inneren Tempel. Wir brauchen keine Großfahndung. Right. Verschwenden wir keine Zeit. Wir müssen sofort zum heiligen Gewölbe des Trainingsraums. In Ordnung. Gehen wir. Zum Glück ist das heilige Gewölbe nicht eingestürzt, aber mit dem, was wir dort vorfanden, hätte keiner von uns gerechnet. Warum sind da noch mehr Schlösser? Was hat das zu bedeuten? Iris. Iris, bitte rede mit mir. Was zur Hölle ist hier los? Fortsetzung folgt. Ja, das Ganze werden wir vermutlich erst im nächsten Part erfahren. Aber ich bin schon mal sehr, sehr froh, dass wir Pearly wiedergefunden haben. Dass wenigstens Pearls wieder aufgetaucht ist. Ich frage mich jetzt, wird jetzt Maya angeklagt wegen des Mordes? Das wäre ja passend, ne? Weil Maya irgendwie immer Gefahr läuft, angeklagt zu werden wegen Mordes. Ist Maya jetzt wirklich in diesem Gewölbe drin? Warum versucht Iris alles, um uns davon fernzuhalten? Also ich bin nach wie vor immer noch der Überzeugung, dass Iris Dahlia ist. Und ja, was ist wirklich alles passiert? Wie geht das jetzt weiter? Ich frage mich auch, ob Godot uns noch ein wenig mehr erzählen wird. Müssen wir mal gucken. Wir werden im nächsten Part vermutlich noch weitere Ermittlungen haben, denke ich mal. Also ich glaube jetzt nicht, dass es nach sowas wieder mit der Verhandlung weitergeht. Und da gucken wir mal, was wir alles herausfinden können. Hier gibt es jetzt erstmal einen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns sehr, sehr gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.